Hallo zusammen. Die Frage, mit der sich viele Menschen beschäftigen, ist mehr und mehr, wie wir in einer Welt bestehen können, in der so viel Schweres, Negatives auf mich einprasselt. Dazu habe ich ja schon ein paar Videos gemacht, die blende ich mal ein, falls du sie noch nicht gesehen hast. Die Dinge einfach hinzunehmen und daran zu verzweifeln, ist keine gute Möglichkeit, finde ich zumindest. Gegen die äußeren Umstände zu kämpfen, verschleißt und kostet uns Kraft und unsere Lebensenergie. In unserer Zeit geht es für mich darum, dass wir in unsere wahre und volle Kraft kommen und uns daran erinnern, wer wir sind. Kraftvolle Wesen, die erschaffen, und zwar jeder Einzelne, auch du und ich. Das Schöne ist, wir sind nicht alleine und wir dürfen wirklich Hilfe in Anspruch nehmen. Ich nenne diese Hilfe oder diese Hilfsmittel für mich auch Stimmgabeln oder Energie, Frequenzen, Kräfte, die meine Stimmung positiv halten oder positiv wieder machen, die mir Kraft geben, die mich schützen, mit deren Hilfe ich Ungutes oder Negatives auch transformieren kann. Wer mich kennt, weiß, dass Schwingung oder Frequenz für mich greifbar und messbar durch die Begriffe Farbe, Klang, Symbole oder Information wird. Man kann diese Dinge wunderbar mit physikalischen Messgeräten messen und auch nachweisen. Man kann zum Beispiel messen, wie sich die Wasserqualität durch positive Gedanken und Klang und Worte oder auch durch Sonnenlicht verändert. Diese drei Elemente, Farbe, Klang, Symbole, können einzeln und natürlich auch in ihrer Kombination eine unglaublich starke Wirkung erzielen. Heute möchte ich euch eine meiner Stimmgabeln aus der Welt der Farbe vorstellen. Farbe begleitet fast von jedem Atemzug an unser Leben. Kaum geboren tragen die Mädchen rosa und die Jungs hellblau. Schon in der Schule lernen wir, wie die Farben aus den Grundfarben entstehen. Jeder kennt die kleinen Regenbogen, die in einem Raum entstehen, wenn die Sonne durch ein Prisma scheint und die unser Herz erfreuen und ja, uns auch irgendwie verzaubern. Aber was macht das wirklich mit uns? Was macht Farbe mit uns? Farbe ist Schwingung und man kann in der Tat die Schwingung einer Farbe messen. Uns ist allen klar, dass Rot wärmt und Blau zum Beispiel kühlt. In alten Traditionen wurden Farben schon immer für Genesungsprozesse eingesetzt. Zum Beispiel in der indischen Ayurveda-Lehre kommt der Farblehre eine ziemlich große Bedeutung zu. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass alles schwingt, auch unsere Zellen, dann muss die Schwingung der Farbe ja auch irgendetwas in uns auslösen. Aber was? Mich hat mal jemand gefragt, als ich Wandfarben in meiner Wohnung ganz bewusst eingesetzt habe, um bestimmte Effekte zu erzielen, was das im Schlafzimmer für einen Sinn macht. Wir hätten ja eh die Augen zu. Wie die Farben schwingen, kann man heute messen, auch wenn man die Augen zu hat, schwingen die. Violett hat zum Beispiel eine höhere Frequenz als Rot. Das heißt im Prinzip im Klartext, Violett schwingt schneller als Rot. Das heißt, die Farbe kann also irgendwas in mir oder mit mir bewirken. Kennst du das zum Beispiel, dass eine Farbe dich zu beruhigen scheint? Wenn du auf eine andere Farbe schaust, macht die dich eher aggressiv? Oder manchmal schaut man auf so ein Sofamuster und es macht einen völlig verrückt? Ist es möglich, dass man morgens eine Farbe wählt, die den ganzen Tag unsere Stimmung oben hält? Oder gibt es eine Farbe, die mich vielleicht sogar in allen Lebenslagen unterstützt, sowas wie meine Farbe, meine optimale Farbe? Es ist wirklich so, dass manche Menschen wirklich die Aura von anderen Menschen in diversen Farben sehen können? Die Mysterienschule geht sogar so weit und spricht von 12 Hauptfarbstrahlen, die alles enthalten, was wir Menschen benötigen. Und dass wir zum Beispiel besonders mit bestimmten Farben verbunden sind. Das klingt ziemlich verrückt, ich weiß. Aber das ist ähnlich gemeint wie die 12 Tierkreiszeichen in der Astrologie. Das ist mittlerweile wahrscheinlich ein bisschen salonfähiger als die Farblehre an sich. Ich weiß jetzt nicht, ob du dieses Video auf YouTube schaust oder ob du auf meiner Seite bist. Wenn du jedenfalls mehr über die Wirkung von Farben erfahren möchtest, wie du sie als Stimmgabeln einsetzen kannst, wie du mit Farben Blockaden lösen kannst, wie du dich selbst mit Farben balancieren kannst, was die Wissenschaft zu den Farben sagt und wie die Farben im Einzelnen wirken können, auch auf bestimmte Lebenssituationen, dann schau dir einfach mal meine Seite an. Ich führe übrigens auch regelmäßig Workshops durch, an denen ich die Kraft der Farbe vorstelle, und an diesem Tag findest du sogar die Farbe deiner Seele selbst heraus und welche Farbe dich Optimales unterstützt und natürlich vieles mehr. Du kannst dir hier auch gerne eine meiner Farbmeditationen runterladen und mal selbst erleben, wie das Ganze auf dich wirkt. Ja, wenn du noch mehr darüber wissen möchtest,
dann schick mir einfach eine E-Mail oder ruf mich auch gerne an und dann finden wir einfach heraus, wie ich dich am besten unterstützen kann. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, mir einen Daumen hoch gibst und das Video vielleicht auch mit deinen Freunden teilst. Auf alle Fälle freue ich mich, von dir zu hören. Bis bald!